Shalom Aleichem, guten Abend. Ich sollte eine Rede halten hier in Jerusalem am Rosh Hashanah, in eine neue Synagoge, viele Leute. Ich war sehr aufgeregt. Erste Mal, neue Gemeinde, eine Rede zu halten. Ich komme aus Deutschland. Ich habe gedacht, Hashem, gib mir irgendeine neue Inspiration, was zu machen. Ich habe genommen eine Rede von Rabbi Jakob Ettlinger aus Altona, Hamburg. Was hat er gesagt in seiner Predigt am Rosh Hashanah? Damals in Deutschland, ein Rabbiner musste unterschreiben, dass er hält eine Rede auf Deutsch, einmal im Monat, damit soll auch Goyim kommen und verstehen. Und an die jüdische Feiertage, wo es voll mit Juden, hat er sein Recht zu reden, sogar in Loschen Koidesch und wenn er will auf Deutsch. Diese Rede am Rosh Hashanah, es war Rosh Hashanah am Shabbat. Und dann hat Rabbi Jakob Ettlinger aus Altona, ich sage meine Rede, was er hat erzählt, gesagt, steht geschrieben in der Talmud, jedes Jahr, wo am Anfang wird nicht Shofar geblasen, man schreit am Ende von dieses Jahr. Und er war ein Genie, ohne Kalender. Er hat gesagt, dass viele gute Sachen ist passiert an dieses Jahr, wo Rosh Hashanah ist am Shabbat. Auszug von Ägypten, Toragebung, Eintritt nach Israel, das alles war an eine Rosh Hashanah an dieses Jahr, wo es war Shabbat. Heute könnt ihr das gucken im Kalender, Wahnsinn. Leute haben geprüft, ich nicht. Ihr könnt das prüfen aber. Aber schlimme Sachen sind auch passiert auf eine Rosh Hashanah, die hat begonnen am Shabbat. Erster Tempel ist zerstört und zweiter Tempel ist zerstört. Und Rabbi Jakob Ettlinger hat gesagt, ich wünsche uns, dass dieses Jahr soll sein mehr gute Sachen, weil so ein Jahr ist sehr, sehr wackelig. An dem Jahr ist Rabbi Jakob Ettlinger gestorben. Wo hat er die Rede gehalten? Gestern kam ein Mann von der Synagoge und hat gesagt, Shlomo, ich bin sprachlos von deiner Rede am Rosh Hashanah. Wie konntest du sowas sagen? Ich habe gesagt, ich habe nichts gesagt. Ich habe nur wiederholt eine Rede von Rabbi Jakob Ettlinger. Und da hast du vollkommen recht. So ein Jahr wie beginnt mit Rosh Hashanah, wo man bläst keine Shofar. Der Satan ist nicht verwirrt. Der macht seine Arbeit doppelt Zeiten. Ich sage dir ganz offen und ganz direkt. Ich kann nicht hören Erklärungen, Argumenten, Vernachlässigkeit, Schuldigkeit. Ich glaube, in dieser Zeit soll man ein bisschen demütig sein, sanftmütig sein und sagen, ich weiß nicht. Man kann gegen Hashem Fragen stellen, warum machst du schlecht zu diesem Volk? Ich bin mutig, sowas zu sagen. Warum? Weil Moshe Rabbeinu, wenn er sieht, was passiert mit Am Israel, was macht er? Er geht raus von Stadt und er hebt seine Hände und er sagt, Loma Reusol Amase, warum machst du schlecht zu diesem Volk? Also wieso immer ist die Schuld auf uns? Stimmt, müssen wir Verantwortung übernehmen. Wir müssen Verantwortung übernehmen in jedem für sich. Und Jonah hat gesagt, wegen mir ist der ganze Sturm. Aber ich sage heute, ich bitte Hashem, soll er die Verantwortung übernehmen. Und Hashem kann machen eine Wunder. Und soll man nicht alles versuchen, dem Kopf zu zerbrechen, zu verstehen, wieso und warum. Manchmal gibt das am Leben keine Erklärung, keine Antwort. Prophet Jesaja sagt, Kiloi machsheboisem, machsheboisem, ki govu drochem midarkechem. Seine Gedanken sind anders als unsere. Wir versuchen, mit einem kleinen Vogelgehirn zu verstehen, Hashem, was, wir sind Ameise, Mucken, in ein paar Jahren alle Luftballons, wir sind alle nicht da. Wenn man glaubt, es gibt ein Ewigster in der Welt, wenn man glaubt, es gibt einen Gott in der Welt, Hashem tut alles. Auch, es gibt nicht im Judentum zwei Gott. Einer, der macht gut und einer, der macht schlecht. Nein, unser Gott ist Yotzer Or Ubore Choshech. Unser Gott kreiert die Licht und schafft die Dunkelheit. Wenn wir noch etwas dazu sagen, haben wir ein Problem mit unserem Glaube. Oh, hast du Fragen mit dem Glaube? Sehr gut. Frag, stell die Fragen, aber glaub. Glauben bedeutet, zu akzeptieren, auch wenn es schwer, alles, was Hashem macht, Hashem hat gegeben, Hashem hat genommen, Hashem soll sein gesegnet.
kann man nichts machen. Ihr sollt sehen, wie die Familien hier, gestern habe ich gesehen in einer Beerdigung, zwei Eltern, Chabadniken, sie haben verloren ein Kind. Die Mama hat sich bedankt bei Gott für dieses Kind. Sie hat nur geweint, warum so kurz? Wenn er ist so gut, warum so kurz? Also was soll man? Sie hat gesagt, ich danke dir für diesen Kind, aber warum so kurz? Das ist meine Frage an dir, Gott, warum? Man darf Fragen stellen, man soll nicht immer den Kopf zerbrechen. Ja, man darf beten, man darf fragen, man darf an Hashem mit Beschwerde kommen und Vorwürfe sagen, Hashem, lamare ota lamase. Heb deine Augen, öffne deine Ohren und seh unsere Erniedrigung. Guck mal, wie wir sind erniedrigen, auf dem Knie. Terror kann ein ganzes Volk auf die Knie bringen. Und man kann nichts machen. Es waren alle gefesselt. Sie haben nicht genommen, glauben Sie mir, ein paar hundert Leute nach Gaza. Ich weiß nicht, ob sie leben oder nicht. Ich mache hier jeden Abend um 18 Uhr in die Synagoge hier ein Gebet. Wir beten von 18 Uhr bis 18.40 Uhr. Ich bete jeden Tag und wir machen eine Shiur und wir lernen, wir versuchen zu tun, was wir machen. Ihr seht auch, wir machen auch mehr Shiurim jetzt, mehr Torah, mehr Lernen. Viele Leute rufen an, sie wollen mehr Shiurim. Was sollen wir mehr machen? Mehr beten machen wir. Mehr Lernen machen wir, mehr Zdaka machen wir, mehr Mittel haben wir nicht. Und bei unserer Shiur morgen oder übermorgen werden wir lernen, dass Teure hat Kraft zu helfen dem Volk genauso wie Armee. Genauso. Das ist mein nächstes Thema mit euch. Wir werden das lernen, wie wichtig ist das, Torah zu lernen und Gebete zu machen, um unser Volk, der auf Wunder lebt, schon jahrelang, müssen wir weiterleben, wir haben nicht wohin zu gehen. Das ist unser Land, Shalom, man will uns nie. In die ganzen Jahre hat man uns gesagt, geh nach Palästina. Nur wir sind schon in Palästina, wo sollen wir gehen jetzt? Nach Kastina, also wohin? Das ist unser einziges Land, Shalom, Shabbat Shalom, man will uns nirgendwo. Jetzt müssen wir kämpfen auf unsere Existenz. Leute schreiben mir die ganze Zeit in YouTube solche Wörter, die Ohren fallen und ich lösche sie alle sofort. Manche sind vernünftig. Und sie sagen, warum ich will nicht Spende auch für Kinder in Gaza. Ich habe gesagt, du kannst gerne Unschuldige in Gaza spenden, kein Problem. Ich helfe meine Brüder, ich helfe meine Familie. Ich bin da und ich helfe meine Familie, ja. Ich bin ein offener Mensch, ein toleranter Mensch. Immer, 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 30 Jahre in Deutschland, glauben Sie mir, in jeder Aktion von jedem Land habe ich geholfen. Gucken Sie, in künstlichen, mein Sohn Mandy macht mir verrückt die ganze Zeit über künstliche Intelligenz. Ich weiß, ich habe das noch nie probiert. Aber es gibt so eine Sache, die heißt künstliche Intelligenz. Der hat gemacht, was denkt die künstliche Intelligenz über Israel, über die Juden. Guckt das an. Die erste Sache, was die künstliche Intelligenz hat gefunden, dass diesem Volk hilft überall, wo es Hilfe nötig. Überall. Es gibt keine Katastrophe in der Welt, wo die Juden haben nicht geholfen. Ob es jetzt Marokko oder Türkei oder Katar oder Haiti oder Thailand, immer wenn es in den letzten 70, 75 Jahren von Israel irgendwo in die Welt Katastrophe, Israel hat überall geschickt Hilfe. Wo ist die Welt jetzt Hilfe für Israel? Null, zero, Banana, FS. Ich habe ein paar Freunde, 100, 150, Hashem soll euch schützen, ihr seid meine Familie, Todarabah, jeder bittet mir ein Haus zu wohnen. Es war in Ukraine vor anderthalb Jahren, ich habe gesammelt Geld für Cherson. Ihr könnt noch erinnern, ich habe selbst gesammelt Geld für die Gemeinde in Cherson. Und mein Freund Yossi Wolf in Cherson hat verteilt Pekalach für alle, für Ukrainer und für Juden. Alle haben bekommen von ihm Essen. Und jetzt, was passiert in Israel? Es gibt zwei Maßstäbe, wenn es hat zu tun mit Israel oder wenn es hat zu tun mit Ukraine. Die wahre Gesicht von Menschen kommt raus. Wo sind alle Kollegen, wo haben gearbeitet so viele Jahre zusammen? Schick ein SMS, ein WhatsApp, Schlomo, wie geht das dir? Wieder, ich will betonen, die Guten. Es gibt 150, 200, 300 Leute. Ich habe 10.000 Followers in YouTube. Wo sind die? Nur hören von mir Shiurim, nur bekommen so viel genießen. Ihr könnt nicht schicken 10 Euro. 10.000 Leute, 10 Euro. Das ist eine große Summe für die Armee. Viele Matratzen, alles. Wir helfen hier, soweit wir können. Soweit wir können. Aber ihr wollt nicht Geld geben? Sieht halbe Stunde, macht Tehillim. Macht Tehillim.
Tehilim, nimm meine Tehilim und bete für Israel. Willst du Frieden in Gaza? Bete für Gaza, aber bete, mach etwas. Zeig Interesse. Zeig Interesse, Menschen leiden in der Welt. Und jetzt ist meine Familie, und wenn es Familie, tut mir weh, tut mir leid. Was soll ich sagen? Soll ich das anders beschreiben? Ja, ich bin ein emotionaler Mensch. Was soll ich machen? Sitzen 400 Eltern jetzt und sie wissen nicht, was ist mit ihren Kindern passiert. Kannst du so leben? Tut mir leid, schon 5 Tage. Ich glaube nicht, dass sie 5 Tage Essen bekommen. Ich weiß, dass alle Handys von allen Mädelach, sie haben alles geöffnet und alle ihre privaten Bilder überall schicken in die ganze Welt. Wie krank kann man sein und private Telefon von einem Mädel öffnen und schicken ihr privates Leben, ich will nicht zu brutal sprechen, und überall in die Welt schicken. Könnt ihr sowas verstehen? Könnt ihr sowas verstehen? Sie haben genommen die Handys von allen, gesammelt. Sie sitzen drauf und spielen und genießen. Ich weiß nicht, das ist kranke, gekritzten Terroristen, die wirklich brutal Kinder, ältere Leute, jeden Goyim. Es gibt 30 Goyim von der ganzen Welt. Es gibt noch 50 Ausländer von Thailand, von Vietnamesen, die haben dort gearbeitet in Gush Katif. War das schuldig? Was haben sie gemacht, das hat man sie geschochen? Was? Das ist einfach gekriegt, das ist kein Krieg, es ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Ich bin der Erste, der wird jedem Menschen in der Welt helfen. Glauben Sie mir, ist mir egal wer. Es gibt 3 Terroristen jetzt, die sind in jüdischen Spitälern in Israel. Habt ihr da was gehört? Habt ihr sowas gehört in eurem Leben? Wenn habt ihr gehört, redet mit mir anders. Ich kann mich nicht vorstellen, jetzt irgendein in ein Krankenhaus in Ramallah oder in Gaza. 3 denen sitzen bei uns und die sind geschützt. Was will man von uns? Was? Leman Hashem? Ich bin bereit, wirklich jedem Menschen zu helfen. Bei der 2. Woche in Israel eine muslimische gläubige Familie von Deutschland hat mir was gespendet. Ich habe das gleich gegeben an Araber, an ihre Familie, an ihre gläubige Richtungen. Ich habe gesehen, ein paar Leute, die arbeiten im Garten. Ich habe jeden gerufen, jedem gegeben 100 Shekel. Sie waren im 7. Himmel. Lass uns helfen, einer dem anderen. Willst du helfen, unschuldige Kinder bei denen? Helf auch, aber mach etwas. Du kannst nicht jetzt nur sitzen und bleiben passiv. Etwas muss gemacht werden. Mach noch Shiur Torah. Mach noch... Weiß ich nicht, man kann nicht bleiben. Ich habe heute gemacht in die Schuna eine Shiur lernen für Eltern und Kinder. Die Kinder sitzen zu Hause. Sie dürfen nicht in Zoom gehen. Gott sei Dank, unsere Zoom ist von Deutschland, der Link. Die Zooms in Israel, die ganze Sefer von den Terroristen, gehen sie die ganze Zeit rein in die Kinder. Und das Erziehungsministerium hat gesperrt alle Zooms hier in Israel, weil sie dürfen nicht sitzen und lernen. Es ist so schrecklich war nicht, und jetzt hat begonnen auch alles im Nord, alles in den Bunker, ich weiß es nicht. Trauer, Bitter und Ärger. Am Rosh Hashanah hat man nicht Schofar geblasen, weiß ich nicht. Also jetzt, was ist geblieben? Es ist geblieben, soll Moschiach kommen. Mehr Blut kann nicht mehr weiter gießen in der Welt. Ich bin ein gläubiger Jid. In unserem 13. Glaubenbekenntnis steht geschrieben, Ani Mamin Be'emuna Shleimo Be'viyasa Moschiach. Ich anima Amin mit voller Überzeugung, dass Mashiach wird kommen. Auch wenn er zögert, warten wir. Es waren schlimme Zeiten im jüdischen Geschichte. So schlimm war es noch nie. Noch nie. Es war noch nie so eine brutale, in so einer modernen Welt, so eine Brutalität. Und die Welt geht weiter. Die Leute interessieren sich weiter über die Klima. Gesund sollen sie sein, was soll ich machen? Hashem will mich prüfen. Tut mir leid für meine Emotionen, sei mir nicht böse, bitte. Vielen Dank.